Noch ist eh keiner da. Noch ist keiner da. Zwei haben wir schon. Hallo, drei, vier. Ja, jetzt geht's vorwärts. Freut mich sehr. Ups. Das Gimbal macht etwas Probleme. Vielleicht starte ich das mal neu. Ja. Komm. Und dann wieder an. Bea Bö, hallo. So, ich weiß nicht, das Gimbal hier hat heute irgendwie... schauen wir mal. Ja, Leute, 37 sind wir schon. Ich bin's wieder, Leander von Gran Canaria. Heute Playa de Curro. Wir sind im 4-Sterne La Branda Riviera Marina. Wirklich geiles Hotel, kann ich euch schon mal sagen. Ihr seht gerade den Balkonblick praktisch aus dem Zimmer raus in die Bucht. Und wir warten noch auf München. Ich hoffe, ich kriege gleich noch einen Anruf aus der Regie und dann kann's losgehen. So, das Gimbal hat heute nicht wirklich Lust. Woran das liegt, weiß ich nicht. Jetzt kriege ich gerade den Anruf aus München. Kleinen Moment. Sarah ist auch schon da. So, jetzt. Hallo. Moin, Hendrik. Bitte. Okay, Frank macht heute Producer in der Sendung. Ich guck mal, dass ich hier ein bisschen Sonne kriege. Hallo. Ulf moderiert. Ja, das mit dem Gimbal hier, das wird heute irgendwie nichts. Danke! So. Hi Frank, ich höre dich. Danke, danke. Die Facebook-Leute sind auch schon da. Ich bin startklar. Wir sind alle hier auf Facebook, alle da. Dieter ist auch da. Bea ist da. Wir machen hier gleich Action. Ich habe allerdings ein Problem mit meinem Gimbal. Wieso? Ja? Ja? Das mache ich gerne. Nee, gib mir dann ein Go, Frank. Alles klar, Frank. Ja, das passt. Mach mal hier nur die Bucht. Das Gimbal. Kannst du mal kurz das Gimbal halten hier unten? Ich muss das mal eben hier rausholen. Und dann musst du praktisch unten den Knopf bei dir... Da den Anknopf, den musst du gedrückt halten. Genau. Perfekt, dank dir, Alex. So, liebe Leute, ja, leider macht mein Gimbal ein bisschen schlapp. Batterie ist voll, ich weiß es nicht. Es scheint an der Hitze zu liegen. Heute war es ein bisschen kühler, 2 Grad um genau zu sein. Um 10 Uhr heute Morgen bin ich am Thermometer vorbeigefahren, da waren es nur 28 Grad. Gestern waren es 30. Aber ich sag's euch, es ist richtig heiß. Und guck mal, hier könnt ihr schon die Leute sehen, wie sie am Pool entspannen und es sich gut gehen lassen. Wir sind hier im Riviera Marina, direkt am Strand. Das ist eine absolute Besonderheit. Die Hotels hier sind in den Fels gebaut, ihr könnt das sehen. Und wir sind hier mit der Tür da vorne, die man jetzt mittig im Bild sieht, praktisch direkt am Strand. Das ist wirklich cool. Genau, Andreas Ebert sagt, das ist halt live. Absolut richtig. So, wir warten jetzt alle noch auf die Regie in München und dann geht's gleich los durchs Hotel. Wir fangen mit dem Zimmer an. Zum Zimmer gehört diese Aussicht, wie ihr euch bestimmt denken könnt. Und dann geht's über die Lobby ins Restaurant, zum Pool und dann auch zum Strand, den ihr jetzt schon sehen könnt. So, 135 Zimmer haben wir. Es gibt einen großen Relaxpool und noch einen separaten Babypool. Es gibt einen Kids Club. Eine Poolbar. Das Restaurant ist super, das Essen habe ich auch schon genießen dürfen, wirklich lecker. Heute ist ein ziemlich starker Wellengang. Gestern war es sogar noch stärker.
Aber der Hoteldirektor, mit dem habe ich vorhin gesprochen, auch ein sehr netter Mann, sehr hilfsbereit, der erzählte, sonst ist es hier eigentlich flach wie ein See. Keine Wellen. Also das ist wohl, kommt nicht so oft vor. Vom 12. bis zum 14. diesen Monats findet hier sogar die Weltmeisterschaft im Windsurfen statt. Das ist natürlich auch ein Spektakel, was es zu sehen gibt. Okay. Jo. Ich höre gerade aus der Regie in München, in 2 Minuten geht's los. Dann beginnen wir den Rundgang. Bis dahin halte ich noch ein bisschen hin mit dem Ausblick hier. Seid mir nicht böse. Wir müssen noch auf die Fernsehzuschauer warten, die auch noch dazukommen. Auf Facebook sind wir jetzt 72. Sagt noch euren Freunden und Bekannten Bescheid, die sollen alle noch dazukommen. 100 müssen wir schon haben, finde ich. Sarah Giandu sagt, sie war schon hier, tolles Hotel, ja, das finde ich auch. Ich bin heute Morgen angekommen, hatte bis jetzt nur Frühstück und einen kleinen Mittagssnack und saß an der Poolbar und bin ein bisschen am Strand entlang gelaufen. Vorne im Ort war ich auch schon, sehr schön, Supermärkte gibt's, ein paar Bars, Restaurants. Wer außerhalb mal die kanarische Kulinarik testen möchte, der kann das machen. Das ist Playa de Coro, Annette Even. Wir sind in Playa de Coro auf Gran Canaria. Ja, auf Gran Canaria ist es nie windstill, sagt Sonja. Ja, selten. Windstill nicht, aber dass einen so richtig umbläst, hat man eigentlich auch selten. Man sieht hier die Palmen am Strand, die sind eigentlich relativ ruhig. Geht nur ein leichtes Lüftchen heute. Genau, 2 Jacuzzis gibt es auch noch am Pool. Da unten sieht man schon Leute, die dort drin entspannen. Und dort rechts ist auch noch einer neben der kleinen Palme. Wirklich cool. So. Jetzt geht's gleich los. Ich bin wieder da. Ja, habe ich gehört. Mach das. Ja, Leute, tut mir leid, das mit der Facebook-Live-Schalte, das ist manchmal so eine Sache. Ne, jetzt sollte es gehen, Frank. Wir haben 20 Sekunden Versatz. Ich bin online. In 10, 15 Sekunden sollte es bei dir kommen. Tut mir leid, so ist es manchmal mit den Live-Schalten. Jenny Teuber sagt, man wird neidisch. Ja, das ist, man kriegt hier genug Gründe, um neidisch zu sein. Ja, würde ich auch sagen, Quang. Probieren wir es nochmal. Ich hoffe, es hält. Nochmal hallo Martina. So, Leute, jetzt nochmal. Gerade leider kleine technische Störung. Kann man nichts machen. So läuft es manchmal. Herzlich willkommen zum Urlaubschecker ferngesteuert. Auch liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, liebe Facebook-Fans. Wir fangen jetzt an. Ich stehe auf dem Balkon in La Branda, 4 Sterne Riviera Marina. Und diesen Blick genießt man hier. Ihr merkt gleich die Besonderheit. Wir sind direkt am Strand, Naturstrand, direkt vor der Haustür. Es gibt praktisch am Pool eine Tür, da übergeht man vom Rasen auf den Sand. Ist der Hammer. So, ich wechsle jetzt mal die Kamera und zwar auf die Frontkamera und dann schauen wir uns mal das Zimmer an. Das ist nämlich auch eine Nummer. Hier haben wir so eine Art Himmelbett bei uns im Zimmer. Finde ich sehr cool. Hier gibt es noch ein Sofa und einen Sessel mit kleinem Tisch dazu. Sehr stylisch eingerichtet, wie ihr sehen könnt. Fernseher.
So, gehen wir mal weiter. Und dann zur Dusche. Die Dusche ist eine ganz besondere Anfertigung, würde ich mal sagen. Und zwar hier drin. Das Bad ist sehr modern. Guckt euch das an. Finde ich sehr cool. Toilette ist hier um die Ecke. Da seht ihr es, genau. So, das ist doch top, oder? Dann gehe ich nochmal hier an der Dusche entlang zu der Besonderheit. Und zwar gibt es hier einen begehbaren Kleiderschrank. Guckt euch das an. Das ist richtig groß. Hier kann man praktisch seinen Koffer abstellen, dann steht der nicht mehr im Weg, nicht mehr im Zimmer und somit hat man noch mehr Platz. Also so einen Kleiderschrank hätte ich zu Hause gerne. Finde ich super. Werde ich mir bauen. Ins Wohnzimmer rein oder so. Mal gucken, wo der dann hinkommt. So, ich schwenke noch einmal hier übers Bett rüber und dann von dort aus hier nochmal in diese Wohnecke. Gefällt mir persönlich richtig gut. Das Bett habe ich noch nicht getestet. Kann ich eigentlich mal machen, oder? So. Ja, ich kann sagen, Matratzen sind Top-Qualität. Schön hart. Gefällt mir. So, von hier aus gehen wir jetzt weiter. Guckt euch hier nochmal den Ausblick an. Das ist der Hammer. Also so könnte ich jeden Morgen aufstehen und aufwachen. Hier direkt einen kleinen Tisch und zwei Stühle hat man auf dem Balkon. Da kann man abends noch wunderbar sitzen und das Meer genießen. So, weiter geht's. Wir gehen jetzt runter. Ich muss mich beeilen durchs Treppenhaus, damit die Verbindung nicht abreißt. Und zwar laufe ich für euch jetzt schnell zur Rezeption. So, auf geht's. Ich beeile mich ein bisschen. So. Simone Schlitter schreibt, sie war 2015 schon hier und fand es unglaublich schön. Hier die Treppe runter. Oh, runter. So. Verbindung zwischendurch abreißt, seid mir nicht böse. Das ist hier mit dem Empfang nicht ganz so leicht. So. Jetzt sind wir in der Lobby. Hier haben wir die Lobby. Entspannte Sofa-Lounge hier. So sieht's aus. So, und jetzt gehen wir weiter runter ins Restaurant. Ich hoffe, das schaffen wir auch nochmal ohne Abreißen. Hier fix die Treppe runter. Es gibt auch einen Aufzug, versteht sich, ne? Aber mittlerweile ist ja klar, ich mache das für den Empfang. Deswegen laufe ich die Treppe. So, Restaurant. Schaut euch das an. Entschuldigung. So, schaut mal hier, das ist der Restaurantbereich. Gefällt mir sehr gut. Die Essensauswahl ist der Hammer. Jetzt gerade wurde fürs Mittagsbuffet aufgetischt. Es gibt frischen Fisch hier, Live-Cooking. Es gibt Pasta, es gibt Gemüse, die typisch kanarischen Kartoffeln. Ein riesiges Salatbuffet gibt es mit einer Käseauswahl. Natürlich hier die Getränke, Bier zum selber zapfen, das finde ich immer super. Da braucht man keine Angst haben, dass der Nachschub ausbleibt. Und schaut euch hier diese Pizza-Ecke an. Ich liebe Pizza. Wirklich. Pizza liebe ich. Vor allem Salami-Pizza. Und hier wird immer frisch für euch zubereitet. Pasta jeglicher Art mit verschiedenen Soßen. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. So, generell das Ambiente eher gemütlich, nicht allzu laut. Die Leute sitzen hier sehr entspannt und essen einen kleinen Mittagssnack außerhalb der Hitze, während die anderen noch draußen am Pool in der Sonne braten. Und apropos Pool, da gehen wir als nächstes hin. Hier gibt es frisches Obst, das ist wichtig, da gibt es Vitamine und Hydration für am Pool. Das ist doch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So, hier noch ein Blick vom Essensraum, vom Restaurantbereich, bevor wir dann hoch zum Pool gehen. Ich benutze jetzt hier diese Extra-Treppe, die für uns gebaut wurde. Hoch zum Pool, auf geht's, zapp, zapp, so, schon sind wir draußen, Palmen
Oh, ein leichtes Lüftchen, das finde ich super. Puh, ist nämlich wirklich warm heute. Aber es macht richtig Spaß hier auf Gran Canaria. Denn es ist nie so richtig drückend, weil man hat meist eine leichte Brise. Und dadurch wird es nicht unangenehm. So, ich zeige euch hier mal die Palmkronen. Und von da aus schwenke ich rüber. Da steht's. Das ist 4 Sterne La Branda Riviera Marina. Der orange gestrichene Komplex ist unser. Und er steht direkt am Meer. Weiter vor ans Meer kommt man nicht. Außer die Leute da vorne mit ihren Sonnenschirmen. Aber das bleibt euch ja dann überlassen. Das könnt ihr genauso machen. Hier ist der Kids Club. Wohl einer der bestgelegensten Kids Clubs Gran Canarias. Auch direkt am Meer. Dort vorne seht ihr links die naturbelassene Bucht und etwas weiter rechts, das ist ein künstlich angelegter Strand, an dem war ich auch vorhin. Sehr schöner, feiner Sandstrand, auch nur 150 Meter entfernt. Und hier vorne findet ihr dann direkt auch den Ortskern von Playa de Corro. Und da könnt ihr einkaufen. Es gibt Supermärkte, Bars, Restaurants, alles, was man braucht. Darf man da tauchen? Ja, wenn du dazu berechtigt bist mit einem Tauchschein, dann darfst du hier auch tauchen. So, eine Tischtennisplatte gibt's. Tischtennis spiele ich sehr gerne. Die steht sogar im Schatten. Besser ist das. Sonst geht man nämlich wirklich ein. 2 Billardtische haben sie und die sind auch richtig gut in Schuss. Die sehen für meine Augen sogar relativ neu aus. Die Banden sind auch schön gerade. Doch, sieht sehr gut aus. Und hier kommen wir dann zur Poolbar. Poolbar. Hier ist noch ein Spiel aufgebaut von der Animation. Hier sitzt man zusammen und trinkt was. Ja, da war die Verbindung wieder weg. Tut mir leid, Leute. Ich weiß nicht, warum. Hallo, Markus. So, pass auf, Leute. Jetzt hier eine ganz besondere Sache. Und zwar haben die hier im Garten einen eigenen Kräutergarten angelegt. Schaut mal, was es hier alles gibt. Minze, Rosmarin, Basilikum sehe ich, Schnittlauch, alles frisch aus dem eigenen Garten. Und das sind auch die Gewürze, die hier im Restaurant verwertet werden, natürlich. Finde ich super. So, jetzt zeige ich euch mal die Poollandschaft. Da oben waren wir gerade, im dritten hatten wir unser Zimmer und jetzt sind wir unten am Pool. Da drüben einer von 2 Jacuzzis, hier der große Schwimmpool, direkt mit Palmen, finde ich sehr cool. Hier kann man schön entspannen, genauso wie es die Leute machen. Schwimmen, sich abkühlen. Und dort vorne auf der rechten Seite hier unter dem Dach, da ist dann direkt die Poolbar. Hier wird entspannt. Finde ich sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Da werde ich mich auch gleich noch hinlegen. Für mich geht nämlich heute Abend schon der Flug rüber nach Fuerteventura. Da sind wir nämlich ab morgen für euch. Und jetzt kommt's Highlight vom Pool oder auch vom Strand. Und zwar die Tür. Die Tür zwischen Pool und Strand, die ist hier. Der Alex hält mir die schon auf. Und dann geht es hier durch, direkt aufs Volleyballfeld. Wer Beachvolleyball spielt, der findet hier einen richtig guten Platz. Dort drüben wird ein bisschen Fußball gespielt mit den Kids. Sehr cool. Hier gibt es auch so eine kleine Promenade, auf der man laufen kann. Hier praktisch direkt das Hotel hinter den Palmen am Pool. Und dann direkt raus zum Meer. Na, wie gefällt euch das? Mir gefällt das unglaublich gut. Ich würde sagen, wir laufen mal noch vor bis an die Wellen ran und schauen uns mal das Meer vom Nahen an. Hier gibt es noch einen Boule-Bereich. Der Boden ist perfekt, um Boule zu spielen oder Boccia, je nachdem, wie man es sagen möchte. Ich weiß gar nicht, ob das das Gleiche ist vielleicht oder ob da die Regeln verschieden sind. So, und dann kann man praktisch ganz einfach hier vorlaufen zum Strand. Direkt an die Wasserkante ran. Ich kraxel mal für euch hier durch die Steine. So. Und dann sind wir schon da. Könnt ihr es hören, das Meer? Ich hoffe doch. Die kleinen Wellen hier. Ich bin einfach selbst mal leise, dann könnt ihr das hören. Niki schreibt super, ja, das finde ich allerdings auch. Hier drüben findet ihr noch
Sonnenliegen und Schirme, alles inklusiv. Draußen auf dem Meer sieht man ein paar Ausflugsboote. Natürlich könnt ihr auch Delfine beobachten gehen vom Boot aus. Auf den meisten Ausflügen gibt es eine Garantie, dass ihr Delfine seht. Hier gibt es sehr viele Meeresbewohner, die sich täglich den Touristen zeigen. Es macht großen Spaß, auf Tour zu gehen. So, mit diesen Worten, ich drehe nochmal die Kamera. Etwas warm ist es geworden. Hinter mir das 4-Sterne La Branda Riviera Marina. Das war's schon mit unserem Durchgang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es Spaß gemacht, wie immer. Vierter Tag der Kanarenwoche. Wie schon erwähnt, heute Abend fliege ich nach Fuerteventura. Und da bin ich dann für euch morgen wieder da. Vorerst haben wir nachher noch eine Schalte live auf Sonnenklar TV für alle Sonnenklar-Zuschauer und auch für die Facebook-Community einschalten. Dann berichte ich nochmal hier live vom Strand mit ein paar Gästen oder mit dem Hoteldirektor oder mit dem Alex. Ich guck mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir Spaß gemacht. Entschuldigt die technischen Mängel zwischendurch. Das habe ich leider nicht ganz in der Hand. Ich hoffe, wir sehen uns später wieder. Und mit diesen Worten noch einen kleinen Ausblick aufs Meer. Tschüss, schönen Tag, bis später.